Ich habe vorhin gelogen in der letzten Folge. Ich bin auch nicht mehr schaufängig. Ich habe nämlich noch 28 Minuten. Ah. Ich werde tatsächlich noch in ein sicheres Gebiet erstmal fahren. Was ist das denn? Da wird mir irgendwas angezeigt. Und da ist auch ein Hai. Ah, okay, so kann ich. Ah. Wie kann ich das aufsammeln? Ah, okay, einfach nur halbwegs nah ranfahren. Und dann E drücken. Alles klar. Werden den Leuten nicht mal ein bisschen ausweichen? Insofern möglich. Poseidons Zorn. Kann ich da in den Hafen? Oh, cooler Drift hier hinlegen. Wo bin ich dann? Aber dann bin ich da unten. Da unten will ich eigentlich gar nicht hin. Ist gerade gar nicht so einfach. Ich muss hier erstmal irgendwie mich zurechtfinden, um zu kapieren, was am Schnibbel ist. Ich fahre ja gerade auch das erste Mal Boot, beziehungsweise gar nicht. In Black Flag bin ich schon Boot gefahren und ich denke, das ist so ungefähr das gleiche Prinzip, weil ich Black Flag auch nie durchgespielt habe und das sehr, sehr lange auch her ist. Black Flag fand ich tatsächlich schlecht. Warum? Oh, bin ich ein guter Navigator? Ich glaube nicht, weil ich nichts sehe. Segel einholen. Versunkener Tempel der Demeter. Ich kann hier anscheinend nicht durch. Los, schneller! Oder wir brauchen eine Pause. Soll ich mal nicht so anstellen? Ich habe hier den Knochenjob. Das ist wunderschön. Oh ja, mein Freund. Das ist es. Ey, ich muss sagen, das Spiel ist krass. Auf offener See hier rumpitchern. Über Wellen reiten. So einen kleinen Trupp befehligen und alles. Hut ab. Ich komme nicht näher ran, kann das sein? Ist das schon das Schiffwrack, das gemeint ist? Ich glaube irgendwie nicht. Kann ich da jetzt einfach hinspringen? Ist das genehmigt? Anscheinend ja. Leute? Okay, okay. Ich behaupte halt, dass das die Insel ist, die wir suchen. Schon allein wegen dem goldenen Fragezeichen. Eisenbrocken. Fockes! Vergesene Insel. Hallo. Wäre ich gleich abgeschossen? Oh, Ort, Höhle auf der vergesenen Insel. Das heißt nicht vergesen. Ach, dein Mutter ist nicht vergesen. Schnellreisen, vergesene Insel. Oh, das ist tief. Das habe ich gerade gar nicht gesehen. Was heißt denn hiermit auf sich? Warum leuchtet das alles so?
Okay. Da geht's auf jeden Fall weiter, wie wir gesehen haben. Da oben könnte noch ein Gang sein. Da, nee, sieht zugeschüttet aus, oder? Möchtest du dahin? Danke. Das sieht sehr zugeschüttet aus. Hinterm Wasserfall ist auf jeden Fall noch was. Da ist auf jeden Fall noch was. Siegerhüftriemen. Okay. Kann ich die schon anlegen? Die waren für Stufe 8, oder? Nee. Oh. Wir haben neue Bögen bekommen. Das war... So, hinter dem Wasserfall ist auf jeden Fall was. Ja. Was sind das für Sachen? 2 von 3. Obsidianglas, kostbarer Edelstein. Man, guckt euch die Truhe an. Das sieht aus wie was Aliens hier hingepackt haben. Das sieht nicht aus wie ein antiker Sarkophag, den man mit Bronzewerkzeugen schnitzen konnte. Das Ding sieht aus wie 3D gedruckt. Auch was ist das für ein Material? Irgendwas ist hier sehr merkwürdig. Genauso wie die Sachen, die hier im Wasser sind. Warum leuchten die? Das leuchtet mir nicht ein. So. Das ist nicht von dieser Welt. Was bei Hades war das? Sieht nicht so aus, als könnte ich durch diese Tür gehen. Vielleicht ein andermal. Ich hab's leider nicht gesehen. Bloß der Boden hat ganz schön vibriert. Kommen wir da irgendwie rein? Ich will mir das einmal ganz kurz nochmal von nahen angucken. Eine geopferte Ziege? Was zur Hölle? Was zur Hölle? Was ist das für eine Insel? Hat das was mit dem Atlantis-DLC zu tun? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Da kommen wir wahrscheinlich nur wieder aus der Höhle raus. Vielleicht sogar am Strand oder so. Sieht mir sehr nach Korallen und ähnliches aus. Und das wäre Salzwasser. Ich weiß nicht, ob Assassin's Creed auf sowas geachtet hat. Was? Was ist das? Was ist das hier für eine Insel? Ich bin gerade mehr als verwirrt. Vielen Dank. Hier noch was zu erkunden? Am Ufer der Insel liegt ein Schiffswrack. Ja, das haben wir gesehen. Haben wir da eventuell auch einen Dude drauf gesehen auf diesem Schiffswrack? Ist das eventuell der Dude, den wir suchen? Hallo? Anscheinend nicht. Hätte ich jetzt fast erwartet. Aber befindet sich auf einer Insel vor Phokis. So, wenn das hier Phokis ist, ist da eine Insel, würde ich sagen, ist nicht unbedingt vor Phokis, weil das ist ein anderes Gebiet. Wir haben die Insel und wir haben das kleine Nippelding da.
Es hat ein Schiffswrack davor und ist südlich von den Heiligen Landen des Apollon. Keine Ahnung, wo die Heiligen Lande des Apollon sind. Da. Südlich davon. Das bin ich mir gerade nicht mehr ganz so sicher, aber ich glaube doch, dass es die ist. Ich glaube fest daran. Ich glaube an das Herz der Karten. Ich komme hier anscheinend nicht nach oben. Aber hier war ich ja schon. Das bringt mich gerade nicht weiter. Kann ich nicht hochklettern? Nee. Jetzt bin ich mir wieder nicht mehr sicher, dass es die richtige Insel ist. Entschuldigung, ich habe hier außerdem geschossen. Platsch voll auf den Stein. Was hat es mit dem ganzen Zeug hier auf sich? Schönes Element finde ich tatsächlich in diesem Spiel. Okay, man sieht es aber auch nicht. Keine Ahnung, was es mit dieser Höhle auf sich hat. Was da komisch rumwibbelt, was hinter diesem Tor ist, was wir aktuell nicht öffnen können. Warum können wir das aktuell nicht öffnen? Ikaros ist nicht verfügbar, das macht durchaus Sinn. Oh. Jetzt aber, was nicht unbedingt Sinn macht. Ich werde nur mit Ikaros hier rumfliegen. So, wir haben da diesen komischen Höhleneingang. Aber hier ist auch nirgends jemand. Wir haben hier keine Hütte, wir haben da ein Boot. Die einzige Person, die ich gesehen habe, war auf dem Schiff. Tekton, Zivilist. Ja, ist der Höhleneingang, wo wir gerade reingegangen sind, ist mir auch durchaus bewusst. Schnellreise? Also zum Boot können wir Schnellreise machen. Das leuchtet mir auch durchaus an. Ich will tatsächlich nochmal versuchen, ob wir an den Schatz nicht rankommen. Auch wenn das jetzt nochmal ein kleiner Weg ist. Was hat es mit dieser Insel auf sich? Komisches, goldenes, verworrenes Symbol mit grün drumherum. Ich kann mir halt wirklich vorstellen, dass das was mit dem DLC zu tun hat. So, in die Höhle kamen wir hier rein. Weiß halt ganz genau, wenn ich jetzt hier wieder versuche rüber zu gehen, bricht das einfach wieder zusammen. Ich hab nichts gesagt. Söldnerhelm. Ort abgeschlossen. Höhle auf der vergessenen Insel. Ikaros nicht verfügbar. Aber ich glaube, wir machen hier einen Stopp. Das wollte ich ja sowieso machen. Wäsche ist auch gleich fertig.
Kann ich hier speichern? Ich kann hier speichern. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall vielmals fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne mal Wertung da. Und wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, auch gerne einen Kommentar. Und wer mehr sehen wollt, dann könnt ihr auch sehr, 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 sehr gerne... Alter. Abonnement da lassen. Wir sehen uns hoffentlich wieder. Bis dann. Haut rein. Bis bald.